am nächsten Morgen. Du. Mahlzeit! Da sind wir wieder. Wir haben letztes Mal erfolgreich das Softcorn gerettet. Genau, das Softcorn. Und irgendwie funktionierte gerade meine Steuerung nicht. So, noch schnell was frühstücken. Und wir haben was übel heftig verprügelt. Oh ja. Obwohl, du eigentlich nicht. Kardix hat ihn eher verprügelt. Ja, also... Ich hatte tatsächlich ein bisschen Bammel, weil wir hatten zwar mehrere Teammitglieder mitgehabt, aber plötzlich so, nein, das war dann nachher doch ziemlich knapp nachher. Ja, weil du ständig gepennt hast. Ja, ich wurde ständig eingeschliffert. Das war scheiße. Gut, Jana, guten Morgen. Lass uns wieder anderen selbstlos helfen. Hallo? Habe ich vergessen zu speichern? Nee, ne? Hallo? Huch, wer könnte das denn sein? Ach Gott. Hatten wir das nicht? Seid ihr das Team Entropie? Ich meine Meinung, wir hatten das. Da spielen wir mal ein kleines Stück. Allerdings, was? Moment, bist du nicht... Warte mal, sind wir nicht gestorben? Kann sein, ja. Sind wir... Sowas passiert, wenn... Wenn man drei Tage nicht spielt. Nee, wenn man einfach nicht aufpasst. Ich glaube, wir sind tatsächlich gestorben. Okay, ein kurzer Schnitt. Genau, dann sehen wir uns gleich da, wo wir letztes Mal geendet haben. Das kommt, wenn man einmal nicht aufpasst. Okay, bis gleich. So, Hi. Da sind wir wieder. Irgendwie, wir sind jetzt wieder im Stahlkamm oder so. Und jetzt sind wir... in der vierten Etage. Wieso sage ich Stahlkamm? Stielkamm. Genau, wir haben wieder bis dahin gespielt, wo wir ursprünglich gewesen sind. Plus... Wir haben ein bisschen gelevelt. Genau, plus Training. 2 Level haben wir, glaube ich, gemacht. Und wir haben noch eine Handvoll... neue Teammitglieder. Genau. Den einen seht ihr gerade. Den haben wir jetzt einfach mal mitgenommen, weil wir ja nicht wissen, was uns so erwartet. Ich weiß gar nicht. So lange laufen, bis wir gefindet haben, war das, glaube ich. Genau, bis Etage 10. Genau, wir müssen... gerade die Hälfte. Okay. Kann gerne so weitergehen. 6. Okay, Weberack. Ganz viele Weberack. Und dieses Daniel haben wir Manic genannt. Ja, der ist gerade Level 10. Ist gerade Level 10 geworden. Nice. Supi, ja. Mein Magnetismus auch. Sehr cool. Weiß gar nicht, weiß einer von euch, ob die Partner-Pokémon sich weiterentwickeln können? Also ich weiß durch dich jetzt, dass wir, also das Endeavi und das Kha'Zix außerhalb der Storyline später mal irgendwann mal weiterentwickelt werden können. Aber das weiß ich nicht. Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt. Oh, Kakeon. Kikeon. Also, Knackeon. Wie auch immer du heißen magst. Guck mal hier, ich habe ein Giftpuder für dich. Guck mal, ob es dir schmeckt. Nein, das schmeckt dir nicht. Sehr schön. Und irgendwie haut er mir doch ganz gut. Die nächste Leiter. Ja, und ich sehe hier noch einen Apfel. Das war keine Apfel. Geld. Das war eher eine Amarina-Beere. Oh, Manic kriegt dazu. Ah, Manic wurde wieder belebt. Ja, wenn wir so weitermachen, hat sich das gerade erledigt. Genau, warum haben wir den mitgenommen? Den haben wir ganz umsonst mitgenommen. Ja, das merke ich schon. Ja, merke ich schon. Du kriegst jetzt ein Rasierblatt. Den Gift haben wir jetzt überhaupt nicht mitgenommen, ne? Ich glaube, wir haben bisher auch keinen gekriegt. Ich vergesse auch immer, welches zu kaufen, wenn ich ehrlich bin. Das scheitert bestimmt... Pfirsich wäre gemeint gegen Vergiftung, verdammt. Ich habe immer das Talent, genau wegen der gleichen Scheiße zu verrecken. Danke. Habe ich Danke.
Ah, Attacke. Geduld. Cool. Ja, Geduld klingt ganz gut. Dafür nehmen wir Spoiler weg. Vergessen. So. Ja. Und dann Geduld. Levelanstieg. So, dies, das und jenes. Jetzt müssen wir uns aber echt beeilen. Oder wir sind vielleicht irgendwie. Heilsam! Friss mal Heilsam! Fress! Meinst du einfach nur den Samen hier unten? Nein, weiter oben! Direkt unter ja. Essen! Ja! Befreit von Gift! Oh, wie gut, dass wir den mitgenommen haben. Ein Hunduster. Der ist nicht nett. Der tut dir weh. Ich tue ihm auch weh. Was habe ich gemacht? Ah. Piu. Eis! Eis! Die Leere fressen aber sofort. Eis! K6! Warum lässt du mich sterben? Fast sterben, meine ich. Da sind sieben, nur noch drei. Oh, oben ist ein Gegner. Weberak, okay. Schnell weg. Aber Weberak kann auch noch Ärger machen. Weberak. Den Samen mitnehmen. Lipp. Noch eine Leiter. Aue. K6 macht doch problemlos. Braves K6. Nummer 8. Dann nur noch 2. Oh, ich glaube, wir finden gerade vielleicht die nächste. Oh, Jammer. Ha! Vergiftet! So. Ich würde dann lieber gleich einmal mit Tackle ankommen. Alles gut. Hat er tatsächlich alles unter Kontrolle? Tuk, 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 tuk. Ist nicht überhaupt lang. Oh, dieses verwirrende Hin- und Hergelaufe. Leiter runter. Jetzt nur noch die und die nächste, dann sind wir da. Wenn gleich der Gegner kommt, wo ich Schiss habe, dann gut machen. Geht's nicht überhaupt lang? Dafür einfach blind. Bibor! Ups! Oh, falsche Bibor, Taste. Bibor ist echt fies. Soll hier bleibt, da kommt schon nicht dran. Hallo, Bibor, chill deine Basics. Na gut, dann verpiss ich mich eben. Tschüss! Ach, ist er weg. Sag ich doch. Runter. Tschüss! Bin ich überhaupt richtig? Wenn nicht, dann gibt's hier nichts Geld. Hallo? Sag mal, sind die eigentlich immer so random ja. Generiert? Ja, es ist alles Zufall. Man kann nie wissen, welche Attacken oder welche Gebiete aussehen werden. Alles random. Cool. Klasse, jetzt bin ich gepflegt. Riesengroß im Kreis gelaufen, siehst du das? Hallo. Oh, hallo, Weberak. Aua. Klammer. Aber wie gesagt, alles random die Runde. Das ist jetzt irgendwo so nur diesen Gebiet überleben, danach die nächste. Das wird auch noch. Allgemein überleben wäre mal eine Alternative, ne? Stirb! Vergiss, dass sie ein bisschen höher sind als du. Oh nö, der schläft. Nee, den. Der war gepflegt auf dem Weg. Ach, guck. Hui. Jetzt wird man noch unten. Alter. Dabei haben wir doch so schön trainiert.
Hey komm, es hätte schlimmer enden können. Stimmt, wir hätten verrecken können. Oh nein. Duflo. Duflo ist echt böse. Du machst sofort, dass es weg. Das ist ganz schnell los, das. Giftpuder gegen den Giflor, das ist ja. Ich würde jetzt sag ich sagen, doch, total schwachsinnig. Basierbar oder Tackle. Das ist einfach killt es schnell. Oh, Gottes Willen, ne. Moment mal, geh mal nur mal selber bei dein Item ran. Werfen. Oh. Okay, das geht auch. Das war so tatsächlich nicht direkt geplant. Du bist da. Juhu! Sind wir nicht schon da? Hier soll doch die Papungas Freund befinden. Ah, hey! Oh. Wir haben dich gesucht. Wie geht es dir? Großartig, dein Freund wartet auf dich. Tangulist, weiter hinten. Was? Tangulist? Gehen wir. What the fuck? Was? Ah, hallo, wie geht's dir? Komm zu dir. Ah, kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich dunkel geworden? Oh nein. Was? Da kommt was. Oh nein. Das klang nach... Nein, ich hab's befürchtet. Zur Seite, ihr! Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Alter, war das Zapdos? Ja, das ist er. What the fuck? Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Und das schließt euch mit ein. What the fuck, was? Nein! Zapdos! Scheiße! Ich hab's befürchtet. Tangulist ist verschwunden. Hast du ihn gefressen? Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tangulist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Oh Gott, ich dachte schon. Zapdos! Das ist also das legendäre Monster. Oh nein, oh, das war lustig. Yippie! Gerettet! Ich bin so glücklich. Aber ich bin zwar jetzt mit Sicherheit. Tangulist steckt in Schwierigkeiten. Pff, scheiß doch drauf. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also. Tangulist hat meine Blätter im Wind entfacht. Und befreite mich so. Aber diese Winde haben eine Wolke auseinandergerissen. Was für Blätter? Du hast da so komische Puschel auf dem Kopf. Die würde ich jetzt nicht gerade als Blätter bezeichnen. Und als das geschah, taucht dieses Monster vom Himmel auf. Das Monster? Es sagte, es hieße Zapdos. Zapdos. Sagtest du Zapdos? Oh, oh ja! Simsala! Zapdos. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es habe lange Zeit geschlafen. Dann hat Tangulist es aufgeweckt? Nein. Der Wind von Tangulist war lediglich der Auslöser. Schließlich war bereits die dortige Anwesenheit aller Winde unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Zapdos ist wütend darüber, aus seinem Schlaf geweckt worden zu sein. Ja, da kenne ich doch jemanden. Hey! Tangulist muss gerettet werden. Bist du dir da so sicher? Aber Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacken sind richtig gemein.
Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir gehen auch! Wir werden Tengulis ebenfalls helfen! Was? Das ist gefährlich! Verpisst euch! Das ist ein Job für richtige Pokémon. Mit Goldrang! Ja, ja. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass dies eure Kräfte übersteigt. Wir haben trainiert, wir sind 2 Level stärker als letzten Part. Hey, wir sind nicht schwach. Meine Meinung. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst. Richtig? Nein, nur ehrlich. Der Nein. Aua, aua, aua. Nein, nee, überhaupt nicht. Seid ihr euch schon einmal einen elektrischen Schlag getroffen worden? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Pff, scheiß drauf, kein Problem, easy. Zapdos ist richtig fies. Es ist imstande und verspeist euch zum Frühstück. Ist euch das klar? Ich habe keine Angst. Wir sind schließlich ein Retterteam. Wir wollen Tengulis helfen. Gut. Ich sehe, ihr habt Mut. Unser Lebenswille. Ja! Unser beider Teams sollten jeweils einzeln den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir auf diesen Kampf vorbereitet haben. Ich habe den Satz gerade verkehrt gemacht, habe ich gelesen. Da wir um die Stärke unserer Gegner wissen, werden wir äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Ihr solltet die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten. Unser Ziel ist es, Tengulis zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ja, ich bin zu allem bereit! Diana, lass uns unser Bestes geben! Juhu! Das wird eine schöne Scheiße. Oh ja. Weil Zapdos ist echt nicht ohne. Ich muss es wissen. Ich hatte 3 Versuche gebraucht, um ihn zu besiegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, weil wir die Scheiße jetzt gestartet haben. Nicht gut. Das ist aber wieso gerade praktisch. Weil bevor der Part so lang wird. Am nächsten Morgen. Deswegen, das wird bestimmt eine kleine Mini-Folge. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn es nicht so lang ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.